heutige Tag war für unsere Athletinnen und Athleten ganz schön kräfteraubend. Mit durchschnittlich 25 Knoten Wind, Wellen von 1,5 Metern und 10 Grad war man am Wasser ganz schön gefordert. Am Start standen die 470er Lara Badlau, Lukas Mehr sowie Rosa Donner, Sebastian Slivon und der Lasersäger Clemens Küber. Schauen wir uns mal die Resultate an. Ja, ich stehe hier neben dem Boot von Rosa und Basti. Die hatten heute einen, so wie alle anderen 470er-Segler auch, einen sehr intensiven Tag. Wir hatten wirklich wahnsinnig viel Wind, so viel Wind, wie würde ich jetzt sagen, schon über 2 Jahre lang nicht mehr. Und die Rosa und Basti sind in der ersten Wettfahrt sehr gut gesegelt, haben wacker gekämpft. Der Sebastian hat dann aber den Großbaum sozusagen auf den Kopf bekommen, sehr stark. Und nachdem ihm dann sehr schlecht wurde und ihm übel wurde, haben wir dann entschieden, dass er lieber hineinfahrt und das abklären lässt. Somit war der Start für die zweite Wettfahrt nicht möglich und momentan klären wir gerade ab, dass da eh alles bei ihm in Ordnung ist. Boah, es war so ungemütlich, dass ich mir echt überlegt habe, ob ich nicht lieber wieder studieren gehe oder im OP-Saal sitze. Nein, es war ein sehr herausfordernder Tag. Es war extrem kalt und super viel Wind. Solche Bedingungen habe ich das letzte Mal 2016 bei den Spielen gehabt. Das heißt, es ist schon eine Weile her. Und dafür haben wir uns ganz wacker geschlagen, aber es ist noch viel Luft nach oben. Das war unser erster super Starkwindtag gemeinsam im Boot. Das muss man auch dazu sagen. Und dann sind wir mit einem fünften Rang in der ersten Wettfahrt eigentlich recht zufrieden. In der zweiten Wettfahrt sind wir stärker gestartet und haben gleich versucht, mehr anzugreifen und haben aber auf der letzten Raume der Wettfahrt eine Kenterung hinnehmen müssen, haben dann noch ein bisschen aufgeholt und sind den Achter geworden, also alles in allem nicht ganz zufrieden, aber mit einem fünften und achten Platz kämpfen wir uns jetzt Tag für Tag weiter nach vorne.